Freunde, wirklich jeder kann mitspielen, es ist kostenlos. Ihr müsst einfach nur auf kahoot.it und auf kahoot.it dann einfach diese Nummer hier oben eingeben und dann seid ihr am Start. Das ist alles, was ihr tun müsst. So, alles klar. Wir starten die Runde. Let's go, Freunde. Wir haben Nachspeisen aus aller Welt. Umfrage, okay. Welche Art Nachspeise magst du am liebsten? Okay, Freunde, Umfrage, da kann man keine Punkte verlieren. Da gibt es, glaube ich, noch keine Punkte. Das ist jetzt nur eine repräsentative Umfrage für was weiß ich. Ich bin nicht so der Früchtetyp. Alle, ja, ganz ehrlich, alles mit Schoko. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, eine Schokoladennachspeise gegessen zu haben, die mir nicht geschmeckt hat. Fruchtig ist auch gut, aber fruchtig, finde ich, kann auch ganz schnell weird werden. Schoko ist halt einfach Bombe, sorry. Auch wenn es nicht gesund ist. Okay, wie heißt dieser Gaumenschmaus aus Brasilien? Scheiße, ich kenne die, aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich weiß, keine Ahnung. Ich kenne die. Die sind häufig in so Pralinen-Sammlungen drin. Wisst ihr, was ich meine? Wenn eure Eltern irgendwie so kleine Plastiktütchen mit Pralinen bekommen, da sind immer die mit drin. Always. Es sind aber Brigadeiros. Schade, ich habe Castella genommen. Weil das sind doch so typische Schokostreusel einfach oben drauf, die man sowieso kennt, ne? Kacke. Direkt erste Frage falsch. Nicht so gut. Wie heißt diese Köstlichkeit? Das sind doch Ding. Bam. Ich wollte doch gerade sagen, das sind auch Waffeln, oder? Also ich meine, Pfannkuchen auf gar keinen Fall. Creme Brûlée ist es auch nicht. Creme Brûlée wird nämlich noch karamellisiert oben mit so einer Art Bunsenbrenner. Und es könnte vielleicht noch Apfelkuchen sein, aber es sind Waffeln. Es sind Waffeln, ja, wollte gerade sagen. Waffeln sind eigentlich auch eine Sache, die super einfach gehen. Du brauchst halt ein Waffeleisen, das hat nicht jeder. Aber ich kenne niemanden, der Waffeln nicht mag. So, das ist der Point. Jeder mag Waffeln. Doppelte Punkte, Mashallah. Kürbiskuchen wird in den USA oft an Thanksgiving gegessen. Ja, nein, ich verrate es euch nicht. Nee, aber ich glaube schon. Ich glaube, Pumpkin Pie mit so Sahne obendrauf, oder? Oh mein Gott, 200 Leute haben Nein gesagt. Ja, Freunde, da düsen wir 535 Leute mit unserer doppelten Punktzahl an ihnen vorbei. Okay, das Quiz ist cool. Dieses italienische Dessert kennst du bestimmt. Ich wusste die Antwort, bevor ich überhaupt die Frage gesehen, oder beziehungsweise die Antwortmöglichkeit. Italienisches Dessert, da wird nur eine Sache verwendet, Freunde. Da wird nur eine Sache verwendet. Natürlich ist das Tiramisu, meine lieben Freunde. Was auch sonst. Oh, lol. Oh mein Gott, das ist jetzt sogar eine Erklärung dazu. Oh mein Gott, das ist ja ein richtig lehrreiches Kahoot. Tiramisu besteht aus Löffelbiscuits, Mascarpone, genau, das ist die Creme, Eier, Zucker, Kaffee und Kakaopulver. Genau, und so wie es ich kenne, werden diese Löffelbiscuits, die werden in dem Kaffee quasi eingeweicht, damit die dann so richtig schön soft und halt durchnässt werden von dem Kaffee. Und dann wird halt einfach alles mit geiler Creme aufgefüllt. Also hier ist es ja wieder wie so ein Kuchen. Ich kenne das aber mit so Keksen. Also das sieht jetzt eigentlich gar nicht wie ein typischer Tiramisu aus. Mochi ist ein... Kartoffel-Mochi it in. Ich habe schon wieder ganz böse Flashbacks an Pokémon-Legenden Arceus. Ich habe Japan genommen. Also ohne es zu wissen, aber ich dachte mir, Nintendo kommt aus Japan, dann bringen die doch bestimmt auch japanische Köstlichkeiten in ihr Spiel, oder? Easy. Danke, Legenden Arceus. Du hast mir gerade diese Kahoot-Frage gesichert. Ein französisches Dessert. Das ist es jetzt. Ja, das habe ich sogar schon mal selber gemacht. Da war ich bei einem guten Freund von mir und da haben wir das selber gemacht. Denkt dran, von was ich vorhin geredet habe, Freunde. Das ist Creme Brûlée. Das ist Creme Brûlée. Da wird nämlich dann, nachdem dann diese Creme sozusagen, das Brûlée heißt ja verbrannt, nachdem das Creme in dieser Schüssel ist, geht man wirklich mit so einem Bunsenbrenner drüber. Wenn du Zucker ja erhitzt, wird es ja zu Karamell. Und dadurch entsteht dann so eine dünne, feste Karamellschicht. Das ist schon geil. War schon lecker. Wie heißt dieses osteuropäische Gericht? What? Keine Ahnung. Baklava ist es, glaube ich, nicht. Achertorte auch nicht. Und Skyr ist es, glaube ich, auch nicht. Ist Skyr nicht ein Joghurt? Also rot oder blau? Aber ich weiß es nicht genau. Blau, ja. Einfach stabil nach Ausschlussverfahren geregelt. Freunde, esse jeden Tag Baklava. Rein in die Bude Döner da. In der Türkei isst man gerne... Das weiß ich. Das ist... Oh, Freunde. Die Gangster. Esse jeden Tag. Es ist so geil. Heiks Familie macht Baklava. Und oh mein Gott, ich könnte mich reinsetzen. Baklava ist das beste Dessert, was ich kenne. Ungelogen. Baklava ist, macht dick wie wahrscheinlich nichts anderes, weil es aus Zuckersirup, Nüssen und Blätterteig besteht und Zucker und Nüsse Kalorienbomben des Todes, aber es schmeckt so geil.
Oh mein Gott, ich liebe es. Welches Obst ist die Hauptzutat in amerikanischen Apple Pie? Alter, da muss man was eingeben. Freunde, was ist denn das für ein Quiz? Da muss man einfach was eintippen. Das ist ja mal übel fortgeschritten, was wir hier tun. Wir erfinden gerade, wir entdecken neue Welten. Giraffe. Nach welcher deutschen Region ist diese... Safe, ich weiß es. Ich wusste die Antwort schon. Oh, damn. Keinen Schimmer. Einfach die Bayern-Torte, man kennt's. So, was ist meine Finalplatzierung? Schaut jetzt mal auf eure Finalplatzierung, Freunde. Sobald ich jetzt das Quiz beende, seht ihr sie nicht mehr. Ich bin auf der 78 gelandet. Ist okay. Top 10%. Könnte besser sein, aber ich bin cool damit. Aber jetzt natürlich die Frage, Freunde, wer holt sich hier den Sieg, ne? Wir haben auf der 3 Jonker 130. Auf der 2 Lenny Penny, glaube ich. Und ist es jetzt wirklich David Schenkel? Es ist einfach David Schenkel. Der hier sich den Sieg holt. Insane, meine lieben Freunde. Insane. Das war doch schon mein schönes erstes Quiz, Freunde. Das hat doch schon mal Spaß gemacht. Dann schaue ich mal, was ich uns hier als nächstes Quiz raushassle. Oh, das hat richtig Spaß gemacht. Gerade wegen den neuen Funktionen und so. Das war übel cool. Warum sind Flamingos rosa? Das weiß ich. Gelb. Weil die Krabben fressen. Und die Krabben machen sie dann rosa. Das ist richtig verrückt. Aber bestes Beispiel für du bist, was du isst. Okay, Freunde, das fängt schon mal gar nicht bad an. Welche Farbe hat die Sonne? Ich habe weiß genommen, aber ich habe sehr lange gebraucht. Und ich habe keine Ahnung, ob sie wirklich... Okay, geil. Gott, das hat mich... Ich habe 8 Jahre gebraucht, um die Antwort zu wählen und bin trotzdem 150 Plätze nach vorne geschossen. Erektopatron. Expecto, Bruder. Eine Erektion ist schwierig. Aus welchem Stoff fertigt man Curlingsteine an? Das ist Diamant. Ich habe jetzt einfach mal so rein vom Optischen bewertet. Freunde, einfach die Diamanten in Curlingsteine, ne? Man kennt's. Oh, scheiße, alle sagen Granit. Hacke, ich habe Marmor genommen. Aber sieht Marmor nicht so... Nee, Marmor ist eher weiß, ne? Ist das Granit? Ja, es ist Granit, scheiße. Marmor ist eher weiß. Das war total dumm. Marmor ist weiß. Warum? Oh, da kann ich mich wieder über mich selber aufregen. Wodurch ist die Osterinsel bekannt? Bam, easy. Freunde, natürlich die Statuen. Man kennt sie. Welche Stadt ist historisch als Konstantinopel? Zack. Kacke. Habe ich das falsch? Nee, ne? Ich habe jetzt Istanbul genommen. Ist es, oder? Ist es. Ja, ist es. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Welche Farbe hätte Coca-Cola ohne Farbstoffe? Da sind Farbstoffe drin? Ich habe jetzt braun genommen. Vielleicht ist es ja so ein hellbraun. Und durch Farbstoffe wird es dann so dunkelbraun, schwarz, wie wir es kennen. Warte mal. Coca-Cola ohne Farbstoff. Gab es tatsächlich mal eine Cola ohne braunen Farbstoff? Die Crystal Pepsi war klar wie Wasser. Was ist das? Hä, woher soll man das wissen? Würde man Coca-Cola ohne Farbstoffe servieren, wäre sie grün und nicht schwarz. Verrückter Scheiß. In welchem Land befindet sich der Berg Vinicunca oder... Oha, wie krass sieht der denn aus? Regenbogenberg. Yo, wie sieht das denn aus? Habe ich noch nie gesehen. Ich habe Peru genommen. Ne? In Peru, in den Anden, fliegt eine Kuh, ne? Wer kennt das Lied? Ganz schwieriger Song. Alter, auf Peru ist Verlass. Am Ende des Lieds wird einer Kuh in die Eier gebissen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Welche Sportart ist zu sehen? Okay. What the fuck, das habe ich noch. Was? Es gibt eine Sportart, wo Leute Schach spielen und sich danach auf die Fresse hauen. Was zur Hölle? Erst geht es mit vollem Körpereinsatz beim Boxen zur Sache, dann ist die Konzentration und geistige Frische am Schachbrett gefragt. Beim Schachboxen wird den Athleten alles abverlangt. Die Kombination aus Kampf und Denksport ist wahrlich ungewöhnlich und doch seit einigen Jahren sehr beliebt. Ich habe über Schachboxen in einem Zeitungsartikel gelesen und fand es eine sehr interessante Idee. Ich musste einfach in den Club gehen, um es selbst zu versuchen. Seit diesem Tag habe ich mich in diesen Sport verliebt. Ich habe nie eine andere Sportart erlebt, die dich so an deine Grenzen bringt. Das Boxen körperlich und auf der anderen Seite das Schachspielen geistig. Die Regeln des ungewöhnlichen Faustkampfes sind schnell erzählt. Das ist halt wirklich krass. Also ich habe schon mal Kampfsport gemacht. Als Laie, als jemand, der es noch nie gemacht hat. Das bumst dich körperlich komplett. Also es gibt, glaube ich, kaum einen physisch intensiveren Sport als Kampfsport. Und also
Das ist wirklich, das sind die beiden extremsten Varianten von körperlichen und geistigen Sport in einem. Also die, die das wirklich betreiben, müssen echt crazy shit. Was es nicht alles gibt, ne? Wer hat vor dem Tod gesagt, ich wurde angeschossen? John Kennedy, das wäre stabil. Also wenn John Kennedy vor seinem Tod noch sagt, ich wurde angeschossen, dann GG. Ich habe auch keine Ahnung, wer das auf dem Bild ist. Schade. Ich habe Gianni Versace genommen, aber einfach nur geraten. Ah, es läuft nicht so gut. 232. Wie heißt dieser Fisch? Was ist das? Lol, ich habe sogar Blobfisch genommen. Woher wisst ihr das alle? Woher wisst ihr das alle? Was ist los mit euch? Wer entwarf das Chupa Chups Logo? Wer entwarf das Chupa Chups Logo? Salvador Dali hat das Chupa Chups Logo entworfen. Übi ist auf der 1, ich glaub's nicht. Wo befindet sich das Dorf ohne Straßen? Kenn ich nicht, keine Ahnung. Sieht nach diesem Land aus. Einfach von der Bauart der Häuser her. Aber es sieht sehr idyllisch aus. Sehr idyllisch. Imagine einfach da so ein YouTube-Studio reinbauen in so ein Haus. Was ist das für ein Luxus? Ich habe Niederlande genommen? Ja. Weil es sah irgendwie sehr nach Niederlande aus. Crazy shit. Okay, ich war auf Platz 54, Erwin. Damit bin ich sehr zufrieden. Übi. Übi. Wer auch immer sich hinter dem Spitznamen versteckt, ich hasse dich. Okay, Freunde. Aber ich würde an der Stelle Schicht im Schacht machen, denn Hike kommt mich gleich besuchen. Wir sind jetzt auch genau 2 Stunden im Stream. Das ist so die Mindestzeit, die ich erreichen will. Dementsprechend bedanke ich mich fürs Zuschauen. Freunde, vielen Dank fürs dabei sein. Es hat sehr viel Spaß gemacht.